Und warum der Appaloosa? Okay, für einen gültigen App. Das ist... Nein! Digga! Das ist ein Mann, warum geht das? Warum geht das nur für Appaloosa? Mann, das ist doch so geil! Da muss ich mir halt den Appaloosa kaufen. Oh mein Gott. Digga, das sieht richtig verbuggt aus. Was wurde denn da fabriziert? Wir haben das Outfit von letztens an. Das müssen wir ändern. Das geht nicht. Nein. Und einfach so da ist. Bleiben die für immer? Ja, bei Steve's Farm. Warte, das sind die neuen Halter. Boah, schief. Wie viele Starcoins habe ich? Nein. Ah, ich hoffe, das geht sich aus. Nicht, dass ich im Endeffekt nur Starcoins habe, dann bin ich nämlich broken. Alter, warum habe ich keine Obi? Wo ist die? Steve's Farm. Nicht, dass die jetzt 995 Star... Oder die kosten 996 Starcoins. Nein, meine armen AirPods. Ich schwöre. Ich bringe mich schon, wenn die jetzt über meine Geldpreis... Wenn die jetzt genau 995 Starcoins kosten, dann bin ich auf der Arsch. Wenn wir uns die mal angucken. Boah. Cool. Mama, die sind voll cool. Kann ich mir einen kaufen? Wow, wie ist das? Caravan Summer. Oh, da dachte ich schon, das Caravan North Hope, Digga. Aber sie sind Emerald Aces. Sollte jemand von den Emerald Aces zuschauen, was ich nicht glaube, aber es kann ja sein. Dann liebe Grüße. Was gibt's denn hier für Knöten, Halfte? Ja, mir so, das Braun passt halt auf hier, das Pferd, aber. Ich meine so, hä? Seit wann habe ich eine Villa auf meiner FA? Was denn das denn? Die ist auch nicht im Club. Ja, dann muss ich sie auf der FA haben. Das ist voll schön. Das finde ich richtig schön. Wollen wir das kaufen? Mein Herz will es, aber ich will es nicht. Aber, nein, eigentlich will ich es, aber mein Herz nicht. Traurig. Der ist voll beliebt. Ich weiß nicht. Das sieht irgendwie aus, als wäre der verschimmelt. Ich weiß nicht, wie die Leute den mögen können. Aber na gut. Ich will hier ja nicht hin. Aber der ist auch verschimmelt. Für den hätte ich sogar schon einen Namen. So Sugar Daddy. Nein. Rausschneiden. Nee, aber ich kann mich zwischen den zwei nicht entscheiden. Was? Wir fragen jetzt meine Freunde. Wir schreiben jetzt in WhatsApp. Welchen Appi soll ich kaufen? Schicken wir noch ein Foto rein. Beziehungsweise ein Video, ein kleines. Nein, ein Foto. Video kann ich nicht machen, oder? Keine Ahnung. Elle, was wird das? Hat es jetzt funkt? Gut. Okay, ich, Johnny Mystery Well. Kommt mir gerade vor, kenne ich aber nicht. Das hat keinen Sinn gemacht. Meine CL. Meine CL, genau. Ich habe gerade ein bisschen Beef mit der, weil sie nicht verstehen kann, dass manche Pferde über 900 Starcoins kosten und das eigentlich voll der Wubi ist. Also, was? Das ist kein Wort. Egal, sie hat es entschieden, und es ist zu spät, dass wir uns diese Pferd taufen. Oh Gott, der hat blaue Augen. Oh, wie süß.
Warte. Ich habe ja dann nur 95 Starcoins. Hui, okay. Immer vorher gucken. Wir nennen das jetzt Sugar. Nicht Sugar Daddy, nur Sugar. Sugar. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I wish you. Digga, ich find's nicht. Sugar. Soll Sugar einziehen? Okay, Leute. Wir drücken auf 3. Nein, ich kann es nicht. Mach einen großen Bogen. 1, 2. 3, 3, 3, 3, 4, 6. Kleine Info am Rande, bin gerade von meinem Stuhl gefallen. Wir gehen uns jetzt das Pferd angucken. Nein, was habe ich fabriziert? Ich bin so dumm. Au. Wir are logging uns for the new planet ein. Let's go. So, jetzt drücken wir auf Abholservice, meine Freunde. Abholservice, ja. Der Abholservice, der ist schön. Au, ich war im Heuballe. Im Heuballe. Sugar, wo ist mein kleiner Sugar? Aber Sugar, hallo Sugar. Nein, ich will das Pferd nicht verkaufen. Ich habe es gerade erst gekauft. Sugar! Oh my God! Look at the hair ball. Was fabriziere ich hier? Okay, ich glaube. Guck mal, was steht denn? Was steht dem denn? Rot? Rot steht dem richtig, Barber. Aber ich habe halt nicht so viele rote Sachen. Blau. Blau steht dem auch richtig, Barber. Aber schwarz passt halt eigentlich zu allem. Das. Ja, das ist auch voll schön an sich. Aber. Rot steht dem halt Baba-mäßig. Ich werde jetzt erstmal nach einem roten Outfit gucken und dann gucken, ob wir uns das kaufen. Auch nicht. Gut, dann das mit. Ich habe so viele blaue Outfits. Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach mit. Wer ist gerade von der Stiege gefallen? Egal, juckt mich nicht. Wir gucken jetzt erstmal hier nach einem schönen Outfit. Und dazu machen wir jetzt hier einfach mal schwarz. Und hier machen wir auch, nicht die Standard schwarze Schuhe. Dann nehmen wir so einen schwarzen Helm, der ist schön und hier nochmal so ein schönes Jackett. Und dann gucken wir jetzt mal, wie die schwarze Trense da ist. Okay, Friends, Trensen sind leichter gekauft als Pferde. Ich sag's nur. Oha. Oh mein Gott. Ist das nicht cool? Wir sind voll cool jetzt. Ja, wir sind cool jetzt.
Okay, wait a moment. Ich bin kurz weg. Nicht in mein Zimmer reinkommen jetzt. Weil ich gerade ein Video mache. Ja. So. I'm back. Und ich habe nichts mehr Wichtigeres zu tun. Deswegen machen wir jetzt, mache ich hier gleich, passt gut dazu, einen kleinen Gangartencheck. Let's go. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mein erster Pferdekauf, wo ich euch die Gangarten gezeigt habe auf YouTube und wo ich vom Stuhl gefallen bin. Aber es war wegen den Halftern. Es war wegen den Halftern, okay? Nicht wegen einem Pferd. Wir werden jetzt noch, also eigentlich kann ich noch gar nicht tschüss sagen. Wir werden jetzt noch eine gute Frisur für den Muten rausholen. Weil ich irgendwie Bock habe. Mal gucken. Ich glaube, die können Stehmähner. Ich glaube es aber nur. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal hier. Ich muss mein Ansichtsfeld wieder näher ran machen. Ich kann damit nicht spielen. Wir müssen, okay, hier gibt es keinen Friseur. Aber im Westkap Fischerdorf gibt es einen. Da werden wir jetzt mal ganz schnell hinlaufen. Wir sind jetzt hier und wir gucken uns jetzt gemeinsam die Frisuren an und ich zeige euch meine Reaktion darauf. Diese Frisur kennen wir auch. Finde ich jetzt nicht so schön, ich finde damit sieht es aus wie ein Zebra. Das sieht aus wie bei den Quarters, finde ich aber nice. Oh, ja. Es ist halt irgendwie cringe zusammengeflochten. Nee, finde ich nicht so. Oh mein Gott. Oha, wie cute die Sportmähne bei dem aus. Ich fand noch bei egal, ihr wisst, was ich meine. Really noch bei keinem Pferd die Stehmähne so schön. Und was ist das? Okay, das ist hässlich. Haben wir unsere letzten Starcoins, die wir noch haben, auch ausgeben. So sieht unser Pferd jetzt fertig aus. Ich finde, wirklich, das ist das erste Pferd, bei dem ich Stehmähne schön finde. Nicht Stehmähne. Sportmähne. Finde ich richtig schön. Und damit, tschüss. Bis zum nächsten Mal.